Jesus sagt, die Vorbereitungen für den Krieg sind fast fertig. Richtet nicht, helft mir. 17. April 2015. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Ich sagte dir, dass ich jeden Abend mit dir sprechen würde. Es ist nicht deine Leistung, die das bestimmt, es ist mein Wort, Geliebte. Bist du verärgert mit mir, Herr? Ich versuchte heute, das Richtige zu tun. Nein, meine Liebe, bin ich nicht. Ich bin deinem Gedankengang ganz genau gefolgt, aber ich wünsche mir, dass du nicht zum Laden gehst. Soll ich Ezekiel schicken? Wenn du musst, ja. Die Vorbereitungen für diesen Krieg stehen vor dem Abschluss. Ich möchte, dass du dir dies ganz bewusst bist, dass es jeden Augenblick über euch hereinbrechen könnte. Ich möchte die Menschen an Miami erinnern. Du hast viele Neuankömmlinge, die sich jener Prophezeiungen nicht bewusst sind. Hier ein kurzer Einblick in die Vision über Miami. Die nukleare Vernichtung von Miami, gefolgt von nuklearen Anschlägen auf verschiedene amerikanische Städte, mir wurden keine anderen Teile der Welt gezeigt, außer dass die Angriffe irgendwie vom nordöstlichen Teil Europas aus angezettelt wurden und die Raketen aus dem Mittleren Osten stammen. Ob sie von dort abgefeuert wurden, oder ob es von Menschen aus dem Mittleren Osten ausgeführt wurde, war nicht klar. Mehr dazu in der Botschaft Nukleare Vernichtung von Miami wird der Entrückung vorausgehen. Was die Menschen nicht realisieren ist, was um sie herum geschieht. Es ist ihnen nicht bewusst. Wie die Frau bei Walmart. Sie arbeitet dort, hat jedoch keine Ahnung von all den Schließungen. Ihre Kinder sind beschäftigt mit ihrem jungen Leben und sie benutzt das Internet nicht. Sie sieht es nicht. Sie rechnen damit, dass alle überrascht sein werden. Die Menschen sind so gewohnt an Säbelrasseln, dass die Nachrichten bloß noch bla, bla, bla sind. Diese Dinge wurden so eingefädelt, um die Öffentlichkeit abzustumpfen für die echten Bedrohungen. Sie sind es so gewohnt, immer die gleichen Dinge zu hören über Israel, den Mittleren Osten und Russland, dass sie annehmen, dass es sich wieder verziehen wird, genauso wie es deine Tochter glaubt. Bloß ein weiteres Säbelrasseln. Es ist alles belanglos. Da gibt es nichts, was du tun kannst, um dies zu ändern. Wie du bemerkt hast, wenn du ihnen sagst, was vor sich geht, schauen sie dich mit einem ausdruckslosen Blick an. Diese Stadt ist sehr klein, was zu ihrem Vorteil ist, denn es wird als sicherer Ort betrachtet, der erhalten bleiben wird, um Urlaub zu machen. In der Tat sind viele Orte in den Vereinigten Staaten Touristenziele und die wohlhabenden Regierungsbeamten haben vorgesehen, sie vorwiegend unberührt zu lassen, damit sie weiterhin für diesen Zweck genutzt werden können. Auch ihre Kinder suchen diese Orte auf. Was ich sagen möchte, ist, dass dieser Ort einen gewissen Schutz hat. Er ist soweit sicher. Die Kreuzungen der Fernstraßen und Schlüsselpunkte im Transportwesen sind am gefährlichsten und werden sehr schnell gesichert werden. Abgelegene Standorte bleiben größtenteils verschont, außer wenn entdeckt wird, dass dort Feinde leben. Was meinst du mit Feinde? Menschen, die dem Plan nicht zustimmen. Viele von ihnen sind schon anvisiert, aber sie sind nicht dumm. Sie sind es sich voll bewusst. Dieser Ort vor allen anderen wird weniger traumatisch sein, wie auch immer, die Auswirkungen von CERN werden auf der ganzen Erde gespürt werden
und der einzige Schutz ist eure Nähe zu mir. Der Großteil der Kirche befindet sich in einem tiefen Schlaf und sie haben keine Ahnung, was ihnen bevorsteht oder wie dies zu bewältigen ist. Das ist es, warum ich eine solche Wiederbelebung sende, wie es niemals zuvor gesehen wurde auf der Erde. Und wie üblich wurde dies nicht in Betracht gezogen, denn ich werde Mitglieder der Streitkräfte besuchen und sie gegen das Böse richten, für welches sie vorbereitet wurden, um es auszuführen. Alle Personen, außer jene, die von den Menschen erschaffen wurden, werden die Möglichkeit bekommen, ihre eingeschlagene Richtung zu ändern. Beim Militär wird es ein großes Wegfallen geben, weil die Menschen sehen, was ihrem Land, ihren Müttern, Vätern und Großeltern angetan wird. Sie werden heftige Gewissensbisse bekommen und sie werden viele Manöver vereiteln, die dieses Land weiter zerstören würden. Das wird den Feinden, jenen, die dem Plan nicht zustimmen, einen Vorsprung verschaffen, den sie brauchen werden, um einen Teil dieses Landes zu schützen. Siehst du, Claire, ich habe auch meine Pläne gemacht, ich habe auch meine Vorbereitungen getroffen und die vermeintliche Weisheit der Menschen werde ich in Dummheit verwandeln. Wie auch immer, für jene, die keine Seele haben, ist die Zerstörung des von Dämonen bewohnten Körpers die einzige Lösung. Da gibt es keine andere Loyalität als jene zu Satan. Herr, wie werden Sie wissen, wer diese Klone sind? Die Augen sind das Fenster zur Seele. Ein seelenloser Körper wird sehr dunkle Augen haben. Nicht ein Schimmer, nur stählerne, kalte Dunkelheit. So kalt, so böse, dass man es fühlen kann. Ähnlich wie ihr beide es im Exorzismus und in der Befreiung erlebt und gesehen habt. Wenn der böse Geist in Kontrolle ist, dann werden die Augen wie schwarze Murmeln. O Herr, ich danke dir, dass du mit mir gesprochen hast. Dies ist der absolute Höhepunkt meines Tages, abgesehen von der Anbetung. Ich weiß, meine Liebe, das ist es, warum ich dir versicherte, dass es nicht deine Leistung ist, die dies möglich macht. Es ist meine Gnade und nichts weiter. Ich liebe die süße kleine Herde, die ich Seele um Seele zu dir gesandt habe. Ich liebe sie innig und es ist mein großer Wunsch, jeden Tag mit ihnen zu sprechen. Oh, wie ich sie liebe! Und was ich für andere zurücklassen werde, wird von unschätzbarem Wert sein, um ihren Glauben aufzubauen. Aus diesen Botschaften wird eine große Ernte hervorkommen und ich werde viele Nachfolger haben, die dadurch gestärkt werden. Ich bin froh, dass du sagtest, du würdest viele Nachfolger haben. Ich will keine Nachfolger. Außerdem führe ich sie nicht. Du tust es. Dies ist genau richtig, aber nichtsdestotrotz wirst du von jenen missverstanden werden, die versteckte Absichten haben und eifersüchtig sind und es einfach ablehnen, ihr Herz zu öffnen. Sie werden am meisten leiden. Es ist gut, dass du weiterhin darüber lehrst, wie zerstörerisch das Richten ist für jede Seele. Es ist gut für euch alle, diese Worte zu Herzen zu nehmen und dem Stolz und Richten keinen Zugang zu gewähren. Meine Kinder, ich habe euch immer wieder vor dem Richten gewarnt. Aber wenn ihr meine Propheten richtet, werdet ihr schwerwiegende Auswirkungen spüren in eurem Leben, und das sofort. Ihr werdet feststellen, dass die Ereignisse sofort da sind, weil ich versuche, euch von dieser bösen Gewohnheit abzubringen. Versteht ihr nicht, wenn ihr andere richtet und speziell meine Gefäße der Ehre, dass ihr ein Heer von Dämonen hereinbittet, die euch und eure Familie beuteln? Versteht ihr,
Wenn ihr falsche Berichte verbreitet über das Unschuldige und seinen Charakter verleumdet, dass ihr einen Fluch über euch selbst gebracht habt? Ich muss euch sagen, ihr werdet mehr und mehr Spaltungen und Konflikte sehen unter euren Freunden für ein solches Verhalten. Denn bei allen gibt es geistige Eifersucht. Dies ist die zerstörerischste Kraft in meinem Leib. Wenn ihr euch an eifersüchtigem Verhalten beteiligt, lehnt ihr eigentlich mich ab und das Wirken meiner Gaben, und ich werde euch für die Seelen verantwortlich machen, die ich nicht erreichen konnte, weil ihr Lügen über ein Gefäß verbreitet habt. 1. Korinther 1,10. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen, und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet zusammen in kompletter Übereinstimmung. Ich möchte hier einen Moment innehalten und euch allen gestehen, dass wenn mich in der Vergangenheit jemand verletzt hatte oder etwas besaß, was ich wirklich wollte, aber nicht hatte, dass ich neidisch wurde und sie kritisiert habe. Am Anfang unserer Ehe hatten Ezekiel und ich ein paar wirklich schreckliche Probleme, Konflikte und Missverständnisse. So schlimm, dass es ein absolutes Wunder ist, dass wir zusammen geblieben sind. Einige von euch haben bis heute Konflikte mit eurem Ehepartner. Ihr habt keinen Frieden, sondern laufend Streit. Ich muss sagen, dass es bei uns so war. Dann, eines Tages, offenbarte uns der Herr die Ursache davon. Wir hatten unter uns Menschen durchdiskutiert und wir haben sie herabgestuft, was die Tür für Satan öffnete, um uns zu beuten. Also versuchten wir damit aufzuhören. Jedes Mal, wenn wir dem Richten in unserem Herzen Unterschlupf gewährten oder unseren Mund öffneten, mit nur einem richtenden Hinweis, dass etwas Schlechtes geschah und wir in einen Streit geraten sind. Es wurde so offensichtlich, dass wir durch die Sünde des Richtens die Tür für die Dämonen geöffnet haben. Warum denkt ihr, dass der Herr wartete, bis ich 68 war, um mich im Dienst zu nutzen? Weil es uns eine sehr lange Zeit kostete, andere zu lieben und als besser anzusehen als uns selbst. Er hasst Verleumdung mehr als irgendetwas sonst. Wenn man jemanden tötet, sind sie nicht mehr. Ihr Leben ist vorbei. Aber wenn man Geschichten über andere erfindet, dann entzieht man ihnen das Gute, was er mit jenem Gefäß tun wollte. Jene Person lebt weiter, aber es ist, als ob man sie getötet hätte. Denn jene, über die wir Lügen verbreitet haben, könnten genauso gut tot sein. Sie können nichts Gutes tun, weil ihr Ruf zerstört wurde. Jetzt haben Ezekiel und ich eine wunderbare und friedliche Beziehung. Und ich sage euch die Wahrheit. Das Wichtigste, was unsere Dynamik geändert hat, war, dass wir das Beste über andere denken und uns dem Tratsch entziehen. Und Gott helfe uns, sollten wir dumm genug sein, auszurutschen, denn es endet immer mit Unannehmlichkeiten. Bitte, ihr Lieben, nehmt dies zu Herzen. Schau, er, der in Bösem gebunden ist und Schwierigkeiten erzeugt und Lügen verbreitet, jener hat eine Grube gegraben und er fällt selbst in die Grube, die er gegraben hat. Seine Schwierigkeiten und Bosheit kommen auf ihn zurück. Psalm 7, 14 bis 16. Okay, Herr, ich bin fertig mit meiner Aussage. Und es war eine sehr gute Aussage. Leider wird es einige geben, die das nicht annehmen können. Aber vielleicht könnt ihr es empfangen. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und ich ermutige euch, schaut euch die Früchte jener an, die ich erwählt habe, zu dienen. Darin werdet ihr ihre Zulassung und Bevollmächtigung finden.
Aber ich möchte euch warnen, ihr Lieben. Da wird es eine solche Unordnung geben in der Zukunft, dass Menschen sich nach Antworten sehnen und sie werden willig sein, zuzuhören. Für jene von euch, die mein Überbleibsel sein werden, dies werden die Tage sein, von denen ihr immer geträumt habt. Hungrige Herzen, welche die Hand nach der Wahrheit ausstrecken. Wenn die irdischen Bequemlichkeiten und Zusprüche einmal entfernt wurden, wenn die Leben in Gefahr sind und Chaos ausbricht, werden jene, die mich normalerweise nicht suchen würden, bis sie mich gefunden haben, die Hand ausstrecken und sich danach sehnen, dem Königreich hinzugefügt zu werden, selbst wenn es ihren Kopf kostet. Jetzt habe ich noch ein Wort für euch. Erhaltet eure Heiligkeit und hart aus bis zur letzten Stunde. Nichts in dieser Welt ist es wert, dass ihr eure Integrität gefährdet. Ich weiß, dass ihr alle mehr leidet in diesen Tagen, als ihr es in der Vergangenheit tatet. Aus vielerlei Gründen trägt jedes von euch ein schwereres Kreuz. Dies habe ich getan. Versucht nicht, euch daraus zu befreien. Ich brauche eure Leiden und Fastenopfer, um jene zu retten, die sich am Rande befinden. Jene, die nur ihre Zeit in der Welt abwarten, in der Annahme, dass die Dinge für immer weitergehen und dass sie nicht darauf achten müssen, wer sie vor mir sind. Dies sind einige, für welche wir jetzt kämpfen. Claire, einige deiner Kinder sind in dieser Gruppe. Für viele von euch sind es Kinder, Großkinder, Ehemänner, Ehefrauen, liebe Freunde und entfernte Verwandte. Ihr habt immer wieder versucht, ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen, aber eure Worte segelten an ihnen vorbei mit dem Wind. Ich arbeite immer noch auf einer gewissen Stufe mit ihnen, die ihr nicht sehen oder fühlen könnt. Es ist verborgen vor euch. Zum Teil ist es, weil ich nicht möchte, dass ihr eingreift und es ruiniert. Da wurde viel Widerstand aufgebaut gegenüber euch, und ich spreche auf eine völlig andere Weise zu ihrem Herzen. Würdet ihr sehen, wie unendlich nahe sie kommen, würdet ihr herbeieilen und sie wieder wegdrücken. Seid also geduldig und vertraut mir. Tragt euer Kreuz mit Entschlossenheit, im Wissen, dass es Früchte tragen wird. Ich sage euch dies jetzt, damit ihr nicht müde werdet, Gutes zu tun. Was sind eure Kreuze? Sicherlich Menschen, die euch verspotten. Unannehmlichkeiten wie flache Reifen. Frustrationen, wenn die Dinge nicht so gut laufen für euch. Psychischer oder geistiger Schmerz, wenn ihr euch für andere abmüht und sie einfach keine Anzeichen einer Verwandlung zeigen. Ihr Mütter und Väter leidet außerordentlich, weil die Welt so verlockend ist für eure Kinder. Ihr könnt einfach nicht mit der Welt oder ihren Kollegen konkurrieren. Mentale Gesundheit, Depressionen, Sorgen und Angst. Einige von euch tragen fast untragbare Kreuze. Ruft mich und ich werde euch stärken. Und zu guter Letzt noch, im wahrsten Sinne des Wortes, physische Schmerzen und Krankheiten. Für jene von euch, die chronische Krankheiten haben, die sich jedoch dem Gebet und eurem Geständnis nicht beugen, denn ihr wurdet durch meine Streifen geheilt, zu euch sage ich, ihr leidet wirklich für mich. Ihr bringt die süßen Früchte der Verwandlung hervor, die ihr an jenem Tag sehen werdet. Lieber als in die Verurteilung einzutauchen von innen nach außen, ihr seid nicht geheilt, weil es Sünde gibt in eurem Leben, weil euch der Glaube fehlt, weil ihr nicht richtig steht mit Gott. Ich sage euch, es sind alles Lügen. Dies ist eine kritische Zeit von großer Wichtigkeit. Bald werden viele, die nicht richtig stehen mit mir, sterben. Ich gieße in genau diesem Augenblick Gnaden aus, um sie zu mir zu bringen, bevor es zu spät ist. Ich empfange eure Leiden als Fastenopfer. Ihr habt euch danach gesehnt zu dienen, aber ihr fühlt euch frustriert, weil euch eure Krankheit handlungsunfähig macht. Wie wenig ihr wisst,
dass ihr hauptsächlich verantwortlich seid für den Erfolg der Diener, die prominent sind und eine Ernte einbringen. Ihr wisst nur wenig darüber, dass ich euch erwählt habe, weil ihr mich liebt und willig seid, alles zu ertragen für mich. Jagt jene verurteilenden Stimmen weg und seid getröstet in mir. Ihr seid meine Partner bei der Erlösung der Verlorenen. Meine Bräute, ich schätze und liebe jedes von euch. Und wenn ihr fühlt, dass euer Kreuz schwerer ist als jenes, das andere tragen, versteht, dass es eure große Liebe zu mir ist, die mich befähigte, dieses Kreuz auf eure Schultern zu legen. Ihr seid wirklich meine mächtige Fürbitterarmee und irgendwann werdet ihr geschockt sein zu sehen, wohin die Gutschrift für die Verwandlungen geht. Sie wird geteilt werden mit jenen, die die Botschaft überbrachten. Ich segne euch jetzt alle mit mehr Geduld, Kraft, Elan und Mut, in dieser Art weiterzufahren, bis ich euch von der Last befreie und euch zu mir hole.